Na, ihr Rallies, moin, willkommen zurück zur Rallying Rubin Nuzlocke. Und hier steht der Sack, der uns beim letzten Mal um ein Teammitglied erleichtert hat. Kalle, wie konntest du nur? So, jetzt wollen wir aber noch gegen den Babo hier kämpfen. Das wird auch nochmal eine ganz schnieke Herausforderung. Und ich hoffe, der Backfisch ist bereit dafür. Ja, die Attacken sind kacke, aber es ist egal. Ich darf Tabaluga theoretisch einsetzen, kein Problem. Aber ich darf auch in der nächsten Arena kein überleveltes Pokémon haben. Und 28 ist das Max-Level. Okay, theoretisch könnte ich Tabaluga hier einsetzen. Aber ich will es jetzt nicht drauf anlegen. Ich versuche das jetzt erstmal so. Na du, was ist das? Ein Meteorit steckt in dieser mysteriösen Vorrichtung. Die Maschine scheint den Meteoriten mit Energie zu versorgen. Was ein Unsinn. Die Kraft, die in dem Meteoriten steckt. Wenn man die mit dieser Maschine verstärkt, würde die Aktivität des Schlotbergs enorm verstärkt. Haha! Der Vulkan würde ausbrechen, Lava würde erkalten und hart werden und so entsteht neues Land. Du schon wieder? Hör gut zu, wir Menschen sind an Land groß geworden. Land bedeutet Leben, es besitzt absolute Priorität. Daher widmet sich Team Magma der Aufgabe, die Landmassen zu vergrößern. So entsteht mehr Raum für neue Arten von Pokémon und die Menschheit erhält mehr Raum, sich zu entwickeln. Das ist die große Vision von Team Magma. Ich kann einem sturen Kind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich, Mark, werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Das ist eine Ansage. Ich meine, die Jungs sind zwar blöd wie Harry, aber kämpfen können die. Mark, ich mag dich jetzt schon nicht. Farbigel. Okay, das ist witzig. Ich gebe dir mal... Ich glaube, Farbigel... Ach nein, Quatsch. Farbigel hat ja nicht die Attacken, die es normalerweise haben würde. Vergessen. Sonst könnte ich dem jetzt taktisch begegnen und dem irgendwas einsetzen. Aber so macht das natürlich keinen Sinn. Okay, Farbigel. So hast du natürlich schon Attacken, die irgendwas können. Alter, das Farbigel einfach Level 24 ist. Das geht mir ja schon wieder jetzt dezent auf die Eier. Ja, ist gut, Backfisch. Oh, Rückkehr ist mittlerweile richtig gut geworden. Backfisch hat mich mittlerweile gern, glaube ich. Das freut mich ja richtig. Hat zwar jetzt mal, kriegt das auch immer eine längere Animation, je stärker die Attacke ist? Oder wie läuft das? Also, Backfisch, so langsam gefällst du mir immer besser. Es gibt ja Leute, die sich insgeheim wünschen, dass Backfisch stirbt. Aber das finde ich ja wohl der Arme. Der ist ja wohl der König. Finde ich. Also, König Backfisch ist ja eigentlich auch ein super Name. Fluch, oh je. Fluch ist nicht verkehrt und das ist sogar relativ gut, wenn man paralysiert ist, weil die Initiative sowieso nicht mehr interessant ist. Also im Endeffekt war das, glaube ich, ein ziemlich cleverer Move jetzt von Mark. Ist eine eklige Attacke, aber macht nicht viel Schaden, also ist erstmal okay. Ich hätte jetzt theoretisch Power Punch einsetzen können, aber ich werde Power Punch auch nicht lange mehr den Backfisch behalten lassen, glaube ich. Die Attacke ist einfach nicht gut. So. Okay, aber Flummel kriegen wir auch noch kaputt, wie es aussieht. Dann ist die große Frage, was ist das finale Pokémon? Es muss ja noch nicht mal ein wirklich starkes Pokémon sein, eins, wo man denkt, das ist jetzt was, einfach von seiner Präsenz her, so wie... Oh, scheiße! Ich habe mit sowas gerechnet, muss ich gestehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so heftig wird. Ist der Backfisch auch tot? Okay, dann ist es gut, dass ich noch nicht so viele Trainer besiegt habe, weil wir leveln werden. Supertrank, ey. Hör auf mit der Scheiße, hör einfach auf. Stirb einfach. Boah, Mann, das ärgert mich jetzt richtig, dass Backfisch gestorben ist. Alles, was ich entwickeln kann. Wir werden, glaube ich, in der gesamten Nuzlocke nicht einmal erleben, wie sich ein Pokémon entwickelt. Das prophezeie ich jetzt an dieser Stelle. Das ist einfach zu krass, weil irgendwie gab es jetzt noch nichts, was sich entwickelt hat. Alle, die sich hätten entwickeln können, sind gestorben. Oh nein, jetzt mach nicht noch einen dritten draus. Oh, stirb doch einfach, du Mistvieh. Oh, Supertrank ist Cheaten.
Ein Sondersensor hat mehr Schaden gemacht, ne? Was ist das jetzt für ein Unsinn? Nein, oder? Tavaluga, jetzt bring ihn! Ja! Tavaluga ist echt der Babo in unserem Team. Der wird das immer schaffen, hoffe ich, was er schaffen muss. Ach, Mark. Wie bitte? Ich, Mark, wurde ganz hinterhältig besiegt. Ja, du hast auch ganz hinterhältig den Backfisch umgebracht. Ach, was soll's. Ich werde für heute meine Pläne am Schlotberg vergessen. Für heute. Niemand wird uns jemals stoppen. Team Magma wird siegen. Vergiss das nicht. Wir werden Sieger sein. Captain, mit deiner Hilfe konnte ich die Pläne von Team Magma durchkreuzen, aber dieser Sieg bedeutet nicht, dass er seine üblen Pläne, aufgeben wird. Wir werden ein wachsames Auge auf Team Magma haben und es weiter verfolgen. Captain, wir werden uns wiedersehen. Okay, nehmen wir den Meteoriten raus. Ja. Meteorit erhalten. Wunderbärchen. So. Und die mysteriöse Vorrichtung reagiert in keinster Weise. Damit haben wir das geschafft. Hier oben am Vulkan. Ist hier jetzt noch irgendwas? Die sind alle auf einmal verschwunden. Jetzt bin ich hier ganz alleine oben auf dem Vulkan. Na schön. Auch nicht verkehrt. So. Na gut, wir müssen auf jeden Fall den Backfisch bestatten. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber bevor wir das tun werden, würde ich gerne noch gucken, was ich in der nächsten Route für ein Pokémon fange. Denn ich werde ab dem nächsten Part wieder leveln müssen. Leider. Und wenn ich jetzt natürlich ein Pokémon fange, das ganz cool ist, dann dann habe ich die Möglichkeit, das zu trainieren. Ich muss mal ganz kurz notieren, dass heute einer gestorben ist. Das notiere ich mir nämlich immer. Ah, ist jetzt zu einem Fischbrötchen geworden. Hm. Naja. Ach so, ich kann hier, muss hier erstmal runterhüpfen. Das ist natürlich ungeschickt, aber gut. So, was gibt's denn hier Schönes? Hier gibt es, oho, ein richtig mies reinschauendes Diktri. Okay. So, kriegen wir es denn ich glaube, dass es nicht gewone-hittet wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, überhaupt nicht. Sehr gut. Groll. Was soll denn der Unsinn? Legrille. Okay. Jetzt bitte nicht vergiften. Ach Gott. Tavaluga, mach das nicht. Ich brauche das Vieh. Ich brauche es wirklich. Ja gut, vielleicht überlebt es noch einmal. Ja, okay. Jetzt muss aber der Ball sitzen, du. Hier, was sind jetzt? Ja, Hyperball ist das Beste, was ich kann. Komm. Gönn dir. Nimm das Vieh jetzt mit, bitte. Eins, zwei, drei. Oh, Gott sei Dank. Das ist schön. Diktri wurde gefangen. Das ist wirklich gut. Und ein weibliches Diktri. Diktri ist ein Maulwurf, 0,7 Meter groß, 33 Kilo schwer und Diktri sind Drillinge, die aus einem Körper entstanden sind. Daher denken alle Köpfe gleich. Sie arbeiten so gut zusammen, dass sie endlos graben können. Der Dicke gräbt. So, wie nennen wir jetzt Diktri? Ein weiblicher Maulwurf. Ach ja, keine Ahnung. Hey, nicht... ist auch irgendwas nicht richtig. Ich nenne Diktri, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich gerade auf so einen Blödsinn komme, aber... Ach so, nein, ich hatte doch sogar einen Namen, den ich einem weiblichen Pokémon geben wollte, wenn ich mal eins fange. Und zwar... Margherita. Man darf sich jetzt aussuchen, ob das der Cocktail oder die Pizza ist. Beides ist auf jeden Fall lecker. Und Diktri kommt auf, Margherita kommt auf den PC. Das ist doch schon mal ein bisschen jetzt was. Diktri ist nicht schlecht. Ich muss mir mal die Attacken angucken. Es hat ja nur Groll eingesetzt.
Aber vielleicht kann das ja was. So, jetzt muss ich mir hier irgendwie durch, möglichst ohne in Kontakt mit irgendwelchen Menschen zu kommen. Und das ist jetzt doof. Nein! Leck mich! Nicht jetzt du auch noch. Du willst es nicht. Du willst nicht von mir gefiegt werden. Oh, da war der Leck des Parts. Tabaluga. Oh, ich habe gerade voll Hunger bekommen, als ich von Pizza geredet habe. Jetzt mache ich mir, glaube ich, gleich erstmal eine. Obwohl, ich habe gerade Schutzschild. Das wäre jetzt was für Brandine gewesen. Aber haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nämlich nicht. Okay. Flummel ist down. Immer noch gilt natürlich auch die Maxime. Lichtschild ist Quatsch. Die Maxime, dass Tabaluga nicht überleveln darf. Aber gut, wir können eigentlich ab dem... Ach du Scheiße. Hab bitte keine Eisattacke, sonst ist das der nächste Tote heute. Und sonst ist das gleich der nächste Tote. Das ist zwar auch stark, aber gegen Tabaluga nicht. Und ich glaube, du musst dich danach sogar wieder aufladen. Von daher dürften wir das gewinnen. Nein, ja, genau, du bist tot. Sehr schön. Sehr schön. Okay, nein, Tabaluga darf nicht überleveln, aber Doris hat ja gerade Level 20 erreicht. Das heißt, wir können eigentlich auch ab dem nächsten Part anfangen, die Doris zu leveln. Das ist ganz gut. Schon vorbei. Ich habe überhaupt keinen sicheren Stand gehabt. Das ist gut. Gefällt mir. Wenn ich ein Kunstrad hätte, könnte ich die Abhänge einfach überspringen. Ja, aber ein Kunstrad hat kein Mensch. Nobody likes the Kunstrad. Und hier liegt ein grüner Schal. Ja, super geil. Ich dachte, jetzt kriege ich hier wenigstens was. Komme ich hier auch irgendwie... Ach, hier komme ich wieder weiter. Okay. Und nu? Wo lang? Hier lang? Okay, die macht mir Angst. Das Endgegner hier. Gut, haben wir geschafft. Sehr, sehr schön. Hier ist Bad Lavastadt. Da wollten wir ja hin. Da gehen wir jetzt auch erstmal hin. Und zwar ins Pokémon Center. Und bestatten unseren Backfisch. Beziehungsweise lassen unseren Backfisch frei. Das ärgert mich total. Also, dass Brandine gestorben ist, fand ich schon ärgerlich. Aber dass jetzt auch noch Backfisch gestorben ist. Schauen wir uns ihn doch mal an. Neutraltorso, sehr starke Fähigkeit. Hätte sich noch entwickelt. Und mit der Rückkehr, die hat mittlerweile richtig reingehauen. Aber nein. Backfisch musste von uns gehen. Ruhe in Frieden, Backfisch, Ruhe in Frieden. Ja, gut, dann schauen wir uns mal an, was Margarita denn so kann. Denn Margarita kommt jetzt ins Team. Margarita, Kraftkoloss! Ist natürlich eine ziemlich starke Fähigkeit. Den Angriff zu steigern ist ganz gut und beherrscht Himmelsfeger, Groll, Hyperzahn und Glut. Das hat also doch ein ganz passables Moveset. Das heißt, die Margarita nehmen wir auf jeden Fall mit. Das. Achso, ich wollte sowieso noch ganz kurz hier organisatorisch eine Kleinigkeit ändern. Denn ich möchte ganz gerne ein Team, eine Box haben, wo die, komm, das machen wir jetzt, Vulkan, wo die Pokémon reinkommen, die ich tatsächlich einsetzen möchte. Die nochmal, also nicht so, noch zwischen meinem Team und Reserve sind, also irgendwie B-Team oder sowas. Die möchte ich natürlich auch nicht unbedingt einsetzen, aber die, da werde ich am ehesten zugreifen, wenn ich, wenn ein Pokémon stirbt, so wie jetzt gerade Dictry, also Margarita wäre zum Beispiel auf dieser Box gelegen. Aber die vier, die will ich ja eigentlich gar nicht einsetzen. Die sind halt einfach nur da, weil ich sie fangen durfte, aber die möchte ich auch nur einsetzen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Also, das war jetzt noch diese organisatorische Sache. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal werden wir einfach erstmal uns Bad Lavastadt angucken. Da gibt es nämlich auch einiges zu entdecken und dann ein bisschen leveln. So viel müssen wir auch gar nicht leveln, weil ich würde mal behaupten, dass wir... Ich schwank gerade noch, welche... Also ich denke, auf jeden Fall Tabaluga werden wir einsetzen und dann müssen wir noch zwei von Toris, Gummiente und Margarita uns aussuchen. Die sind alle drei, glaube ich, ganz passabel und kann man durchaus einsetzen. Werden wir also uns beim nächsten Mal überlegen, wen wir da nehmen am besten. Also am besten leveln wir die einfach mal und gucken, vielleicht lernen die auch noch Attacken. Und dann gehen wir in die Arena, wenn es bald soweit ist. Aber erstmal ist Leveln angesagt und Bad Lavastadt erkunden. Ich gehe einfach nochmal zum Eingang der Stadt, damit wir...
beim nächsten Mal wieder so jungfräulich daran gehen, wie wir es noch sind, was die Stadt betrifft. Okay, ihr Rallies, wenn euch trotz des tragischen Todes vom Backfisch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ihm einen netten Kommentar oder auch eine positive Bewertung gebt. Das würde mich tierisch amüsieren und glücklich machen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wo hoffentlich mal wieder keiner stirbt. Macht's gut und bis dahin, euer Scully, der Rallye.